Recycelt ihr? Also am Schlagzeug bin ich ein ganz großer Fan davon und was ich damit meine, erkläre ich euch nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Casual Drumming. Ich bin der Lutz und heute erkläre ich euch, wie wir Licks und Fills recyceln können am Schlagzeug. Und zwar geht es heute um eine Kombination, die wir spielen können am Schlagzeug und die geht rechte Hand, linke Hand, rechter Fuß. Nochmal, rechte Hand, linke Hand, rechter Fuß. Und die kann man immer im Kreis spielen. Ich mache euch einmal vor, wie das klingt, wenn wir die einfach nur auf der Snare Drum spielen. Wenn ihr die auf der Snare Drum gut könnt, dann könnt ihr anfangen, erst die rechte Hand zu verteilen, dann könnt ihr die linke Hand verteilen. Oder ihr verteilt beide Hände übers Schlagzeug. Wie das geht, zeige ich euch auch einmal ganz kurz. Wichtig ist bei der Kombination Rechts-Links-Kick, dass wir immer schön gleichmäßig schnell spielen. Also soll nicht sein Rechts-Links-Kick, 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 weil dann ist nämlich die Note von der Kickdrum zu lang. Es soll immer sein Rechts-Links-Kick, 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 Rechts-Links-Kick. Das bedeutet, wir spielen Dreiergruppen. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wenn ihr das über das komplette Schlagzeug geübt habt, ohne jetzt erstmal darüber nachzudenken, was es für Notenwerte sind, dann könnt ihr anfangen, das als Fill-in in irgendwelche Grooves reinzuspielen. Und wie immer habe ich als gewissenhafter Schlagzeuglehrer auf YouTube euch ein PDF dafür vorbereitet. Das ist unter dem Video in der Videobeschreibung. Da habe ich dieses Lick verwendet als Fill-in in einem Soaker, den habt ihr im letzten Video kennengelernt. In einem Shuffle-Groove, den hoffentlich die meisten von euch kennen, also die meisten sollten wissen, wie ein Shuffle geht. Wenn nicht, gibt es bestimmt dazu auch bald mal eine Stunde. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr euch eine Stunde über Shuffle wünscht. Ihr könnt das einbauen in einen ganz normalen Rock-Funk-Groove. Und je nachdem, in was für einen Groove ihr das einbaut, verwendet man es als unterschiedlichen Notenwert und man recycelt es sozusagen, weil man zwar eigentlich immer das Gleiche spielt, aber es hört sich immer anders an, weil wir andere Notenwerte verwenden oder weil wir andere Kombinationen verwenden. Okay, wir spielen das zuerst mal in unserem Soaker. In dem Soaker würde ich das als Achtelnoten spielen. Das heißt, wir können die Kombination nur zweimal spielen, weil die ist drei Schläge lang und dann haben wir schon sechs Achtelnoten verbraucht. Und dann haben wir noch zwei Achtelnoten übrig und da spielen wir einfach wieder rechts, links. Davor spielen wir drei Takte lang Groove,
Also mal 3 Takte Groove, 1 Takt Fill. Ich mache euch das einmal vor. Zuerst spielen wir das nur auf der Snare Drum. Und wenn ihr euch sicher seid, wie es geht, dann verteilt es über die Toms. Ich mache das einmal langsam und einmal etwas schneller. Viel Spaß. In der nächsten Stufe oder in Zeile 2 von eurem PDF habe ich genau das gleiche Fill-In, aber diesmal ist es 2 Takte lang. Das heißt, wir haben doppelt so viele Schläge zur Verfügung. Am Schluss höre ich auf mit einem Schlag mit der linken Hand. Eigentlich wäre da die rechte Hand dran, aber es ist, um zurück zum Groove zu kommen, praktischer, die linke Hand zu nehmen. Deswegen nehme ich am Schluss die linke Hand. Müsst ihr nicht so machen, ihr könnt euch das ein bisschen entscheiden. Im PDF habe ich das aber auch so abgedruckt, dass da ein L drüber steht, über den Noten. Und das bedeutet, ihr sollt bitte die linke Hand nehmen. Ich finde das einfacher, macht das ruhig so. Wunderbar. Wir haben jetzt ein traumhaft schönes Fill-In gelernt für den Soca Groove. Aber es wäre doch toll, wenn wir diese gleiche Kombination, dieses Lick, dieses Rechts-Links-Kick-Lick, wenn wir das anders verwenden könnten, wenn wir es also recyceln könnten. Und das können wir natürlich machen und deswegen gehen wir im nächsten Groove dazu, das als Triolen zu spielen, als Achteltriolen. Und das bedeutet, wir haben 12 Noten zur Verfügung pro Takt, also wir sind bei Achteltriolen erstmal. Und diese 12 Noten, die kann man natürlich wunderbar durch 3 teilen. Das heißt, wir können unser Lick einfach 4-mal spielen und es geht genau auf in den Takt und passt wunderbar. Und welcher Groove würde besser zu Achteltriolen passen als der Shuffle? Ich mache euch das einmal vor. Viel Spaß.
Ja, das war der Shuffle und ihr habt es vielleicht gemerkt, ich liebe Shuffle. Shuffle ist, macht so viel Spaß am Schlagzeug und die Fills klingen einfach total, total gut darin. Das ist wirklich ein relativ einfaches Konzept. So, ich würde sagen, wir machen weiter und bauen unser Lick jetzt in einen Funk-Groove ein. Also in so einen Rock-Funk-Groove, wie ihr den in jeder Schlagzeugschule auf Seite 1 findet. Ich habe euch in dem PDF einen Groove aufgeschrieben und ich werde den auch erstmal so spielen, aber das ist irgendwie ein Platzhalter, spielt irgendeinen Groove, ist völlig egal. Das Fill-In spielen wir als 16. Noten jetzt, das heißt, wir können es nochmal recyceln, wir hatten es als Achtelnoten, wir hatten es als Achteltriolen und jetzt recyceln wir es nochmal und spielen es als 16. Noten. Und als 16. Noten passt es eben 5-mal in den Takt rein, weil 5 mal 3 gibt 15 und wir haben einen Schlag übrig. Den spiele ich genau wie bei dem zweiten Soka-Beispiel mit der linken Hand. Hört mal rein, ich spiele es wieder in 2 Tempos. Viel Spaß. Oh, one, two, three, four, Wenn ihr das nicht direkt so schnell könnt, wie ich es jetzt gemacht habe, macht euch da keine Sorgen, das kommt so mit der Zeit. Je länger ihr das übt, desto besser wird es irgendwann auch klappen. Ganz grundsätzlich gesprochen über das Tempo, wollte ich sagen, dass diese Kombination Rechts-Links-Kick eine der besten Sachen ist, um einmal schnell spielen zu üben. Ich meine, alle Schlagzeuger wollen irgendwie schnell spielen. Natürlich sollte man auch nicht den Groove vernachlässigen. Jeder sagt das, aber schnell spielen ist geil. Seien wir mal ehrlich. Und diese Kombination könnt ihr super gut nutzen, um schnell spielen zu üben, weil da ist keine technische Schwierigkeit drin. Und was ich damit meine ist, da ist weder in der Bassdrum noch in der rechten Hand noch in der linken Hand irgendeine Art von Doppelschlag oder dass man wechselhafte Kombinationen hat, sondern letztlich spielt die rechte Hand durchgehend und die linke Hand spielt durchgehend und der Fuß spielt auch durchgehend. Aber weil man das halt gegeneinander versetzt macht, hört sich super schnell an, aber in Wirklichkeit spielt jede Hand nur dieses Tempo. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von euch in der Lage sind,
so schnell mit der rechten Hand zu spielen oder mit dem rechten Fuß oder mit dem linken, mit der linken Hand. Also das einmal nur ganz kurz über das Schnellspielen. Okay, einmal können wir unser wunderbares Fill-In noch recyceln und ein Notenwert, den wir bisher ausgespart haben, war die 16. Triole. Und jetzt richtet sich das schon so ein bisschen an die etwas Besseren unter euch, an die etwas Fortgeschritteneren, weil die 16. Triole doch halt ein Notenwert ist, der schon relativ flott ist. Ich gehe also mal davon aus, dass ihr wisst, wie 16. Triolen gehen und funktionieren. Ansonsten Kommentar und ich mache vielleicht ein Video dazu. Es wird definitiv irgendwann was über 16. Triolen kommen, so oder so. Also, wir spielen unser Fill-In jetzt als 16. Triole. Und am Schluss vom Takt, damit wir da wieder vernünftig rauskommen, wir würden ja einfach eigentlich auf einer Bassdrum enden, der letzte Schlag müsste eigentlich eine Bassdrum sein, spiele ich meistens so die letzte Triole oder die ganze letzte Sechstole mit den Händen einfach durch. Werdet ihr sehen. Ich habe das in dem PDF so abgedruckt, dass die letzten drei Noten links, rechts, links gehen. Also ohne Bassdrum. Ich halte mich da jetzt gleich, wenn ich das spiele, nicht so 100% strikt daran. Ich will halt am Ende irgendwie aus diesem Fill-In rauskommen und finde das ein bisschen einfacher, wenn man da nicht noch irgendwie so eine Bassdrum dazwischen hat. One, two, three, four, Ja, das war's dann eigentlich schon für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Ich hoffe, ihr habt das gelernt. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch diese Rechts-Links-Kick-Kombination schon mal irgendwann kennengelernt haben. Aber vielleicht habt euch dieses Video jetzt dazu gebracht, mal drüber nachzudenken, dass ihr die Kombination in einer anderen Form oder in einer anderen Anordnung in eure Fills einbauen könnt. In einem anderen Notenwert. Vielleicht habt ihr es bisher nur als Triolen gespielt und spielt es jetzt mal als Achtel oder als Sechzehntel. Oder ihr habt es bisher nur als Sechzehntel gespielt und spielt es jetzt mal als Triolen. Es gibt super viele Möglichkeiten. Mein PDF und die Stunde sind eigentlich nur so der Stein des Anstoßes. Also macht was draus, habt ein bisschen Spaß damit, spielt es über den Zocker-Track, den ich in der letzten Stunde in den Google Drive-Ordner gestellt habe. Der ist da immer noch drin. Ja, und habt einfach ein bisschen Spaß damit. Like das Video, abonniert den Kanal,
lasst mir einen lieben Kommentar da oder auch einen bösen. Ich freue mich über alles. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Stunde. Bis dahin, macht's gut. Ciao.